Ja, hallo Leute. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Und zwar von der Western Digital TV Live Plus. Ja, das Ganze ist ein Multimedia-Player für den Fernseher. Im Prinzip von den Funktionen sehr ähnlich mit der Apple TV. Aber warum ich mich jetzt gegen die Apple TV und für die Western Digital TV entschieden habe, das erfahrt ihr im Review. Denn da gibt es einige Gründe und das würde jetzt zu lange dauern, das alles jetzt hier im Unboxing zu erklären. Aber ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit dem Unboxing. Ja, wie vielleicht einige schon hier am Karton erkannt haben, habe ich das Ganze bei Amazon bestellt. Hat, glaube ich, um die 100 Euro gekostet. Also ich glaube 106 Euro mit Versand oder so. Machen wir das hier einfach mal auf. So. Und da haben wir es auch schon. Erstes hier mal Verpackungsmaterial, das tun wir mal zur Seite. Dann haben wir hier einen WLAN-Stick, den habe ich gleich dazu bestellt. Denn leider ein großer Nachteil von der Western Digital TV ist, die hat keinen eingebauten WLAN-Port, also die hat nur einen Ethernet-Port und ja, wenn man halt WLAN will, muss man sich hier so einen Stick dazu kaufen. Habe ich gleich dazu gekauft, denn leider habe ich da, wo mein Fernseher steht, keinen LAN-Port bzw. Ethernet-Port. Dann haben wir hier die eigentliche Western Digital TV. Ja, so mal die Verpackung hier, so von hinten. Ja, das werde ich dann gleich noch weiter auspacken. Und das ist jetzt hier nur noch Lieferscheinwerbung und das Ganze, das tue ich mal weg. So. Und dann machen wir das hier mal auf. So, jetzt müsste es eigentlich aufgehen. Yep. So. Wie geht es jetzt hier auf? Ich glaube, das muss ich jetzt rausziehen. Ja. Nope, irgendwo habe ich da jetzt einen Fehler gemacht. Geht das hier nochmal auf? Ach, da oben. Ja, so sieht das aus. Hier diese zwei Klappen. Was haben wir hier? Erstmal Gebrauchsanweisung, Garantie und das Ganze, das tue ich mal zur Seite. Dann haben wir hier eine Installations-CD, denke ich mal. Ja, aber die werde ich nicht brauchen, das ist ja eigentlich alles schon voreingestellt. Die Fernbedienung, das ist der einzigste Nachteil. Die gefällt mir vom Design wirklich nicht so, aber es gibt ja zum Glück auch die iPhone Remote-App für die Western Digital TV. Ich denke mal, ich werde es mit der iPhone-App dann immer bedienen. Und dann haben wir hier die eigentliche Box. So sieht die aus. Ich mache hier auch mal noch gleich das Plastik auf. Ich hasse diese Tesa-Sachen, die gucken so schlecht aus. Aber hier ist es. Okay, ja, so sieht die aus, so von vorne. Hier ist ein USB-Port, ja. Und hier sind dann die weiteren Sachen. Also Ethernet habe ich ja leider nicht. Dann nochmal USB, HDMI, mit dem wir jetzt eben einen Fernseher angeschlossen, Strom, HDMI, ja, wie schon gesagt, und hier noch ein paar andere Anschlüsse. Das tue ich mal auch zur Seite. Mal gucken, was hier drunter noch rauskommt. Hier kommen dann die ganzen Kabel. Das hier ist ein normales AV-Kabel. Dann hier das Composite, Komponent AV-Kabel. Und hier ist dann der Strom. Okay, da sitzt irgendwie der falsche Adapter dran. Ich glaube, da ist noch einer dabei, oder? Ja, da ist auch noch der Deutsche dabei, sehr gut. Ja, das ist eben der Stromadapter. Batterien hier für die Fernbedienung sind auch dabei. Ja, die lasse ich jetzt mal drin, die kriege ich jetzt hier schlecht raus. Und ja, wie gesagt, das werde ich jetzt nicht extra auspacken, das ist nicht wirklich spannend. Und ja, das war es eigentlich auch schon von dem Unboxing von der Western Digital TV Live Plus. Ja, ich denke mal, ich werde in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen dann dazu ein ausführliches Review machen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.